Hey ho, meine Lieben! Es wird mal wieder Zeit für ein Dutch-Ofen-Gericht. Allerdings hier in der Küche. Dafür aber habe ich Unterstützung. Hallo! Mir hilft die Manu. Tapfer wird das Zeug schnibbeln. Das werde ich hinbekommen. Sehr gut. Und was machen wir für ein Dutch-Ofen-Gericht? Ein Topf im Western-Style. Und das Ganze jetzt drüben in der kleinen, aber feinen Küche bei der kleinen, großen, gewaltigen Übersicht als Hacke. So, hier wären wir jetzt bei der schönen, kleinen, feinen, großen Übersicht. Heute etwas mehr. Wo fangen wir an? Machen wir von rechts nach links. Butterschmalz zum Anbrutzeln im Dutch-Ofen. Ich habe den 9er Dutch-Ofen schon auf dem Herd stehen. Ich nehme lieber einen größeren, als ja, dass wir wieder umfüllen müssen. Dann, also im alten Westen haben Squeeze getrocknete Kräuter dabei gehabt, Schnittlauch und Petersilie, Pfeffer, Salz, Paprika sowieso. Dann habe ich etwas Paprikamark und Tomatenmark. Naja, ob sie das dabei gehabt haben, egal. Aber Würstle haben Squeeze immer dabei gehabt. Wir haben hier noch Paprikawürstchen. Dann haben sie mit Sicherheit einen schönen Speck dabei gehabt. Ob das jetzt ein Südtiroler war, keine Ahnung. Was sein muss, ist Schweine- und Rindergulasch. Jeweils 500 Gramm. Dann natürlich Kidneybohnen. Habe ich jetzt 2 Dosen. Ob ich die komplett reinhaue, schauen wir mal. Eine Dose Mais und eine Dose weiße Riesenbohnen. Ja, dann hier drüben haben wir noch kleine Kartoffeln. Wie heißen die? Drillinge, genau, das waren's. Die werden wir komplett mit reinschmeißen. Ja, genau. Natürlich nicht die ganze Packung, das wäre dann ein bisschen sehr viel. Ein bisschen Knoblauch. Etwas von dem Suppengrün klein schnibbeln und mit reinhauen. Und was ganz wichtig ist, Zwiebeln, die werden wir in grobe Ringe schneiden oder Manu wird die schneiden. Und jetzt machen wir erst einmal hier noch die Vorbereitungen, die Schnibbelarbeiten. Und ja, wenn das alles soweit vorbereitet ist, hole ich euch wieder dazu. Jetzt Spatzel, komm mal her. Ja. Also. Ich möchte das Gemüse nicht allzu klein geschnippelt haben. Weil du musst dir vorstellen, wenn der Koch unterwegs im Trailwagen war, der hat am Abend dann auch keinen Bock mehr gehabt, das ganze Zeug so richtig klein zu schnippeln. Darum machen wir da einfach schöne Stückle. Können wir machen, kann ich machen, ja. Und dann, wenn wir das nämlich dann essen, dann freut man sich nämlich über jedes Stück, was man erwischt, was irgendwie etwas anders schmeckt. So. Und das kommt dann in unsere Schüssel rein. Und jetzt habe ich auch was geschnibbelt. Jetzt bin ich zufrieden. Den Rest überlasse ich dir. Also ich hau, oder wir hauen jetzt das ganze Suppengrün mit rein. Den Lauch? Ja. Auch grob, klein? Ganz grob geschnitten. Die Möhrchen ungefähr so wie das hier und fertig. Gut. Tja. Also ich mag das schon. Hey Spatzel, warum bist du so traurig? Zwiebeln, die sind so traurig heute. Oh, aber schön machst du das. Ich hoffe es einfach, dass ich es gut hinbekomme. Ja. Meine Finger sind auch noch ganz. So, und den Tiroler Speck, den schneidet man nicht, auch nicht allzu klein. Das ist ein Gewalt, ja, ja, gut. So. Gut, ja, halt. Ach so. Den probiere ich doch gleich mal. Hm. So einen. Der ist genau richtig. Kurze Schnippelablösung. Ich schneide jetzt noch die Würstchen. Schneiden auch relativ in grobe Stücke.
ich hätte jetzt zu gern ein Stückchen probieren, aber auf der Packung stand vor dem Verzehr erhitzen, deswegen spare ich mir das Probieren. Und ja, jetzt geht es dann gleich weiter am Herd im Dutch Oven. Was hier jetzt noch dazu gekommen ist, Dose tomatenstückig mit Basilikum, haben wir ein bisschen mehr Kräuter drin. Gemüse ist auch klein geschnippelt. Die Zwiebeln, Kartoffeln packen wir nachher erst aus. Und die Dosen werde ich dann auch so, ja gut, die Kidneybohnen vielleicht noch ein bisschen abspülen im Sieb und dann kommt es nachher alles, ja, so wie es ist, in Topf rein. Aber jetzt gehen wir rüber zum Topf, nehmen das gleich mit und tun dann anschmurgeln. Ja, Attacke. So Leute, noch eine ganz kurze Erklärung, du kannst schon herkommen. Das ist heute das erste Mal, dass mein Engelchen hier auch mit dem Dutch Oven zu tun hat. Und das Essen ist ja eigentlich meine Idee jetzt gewesen, dass wir das so machen. Deswegen werde ich jetzt am Dutch Oven das alles arbeiten und meine Kommentare, ja, teilweise gelten hier einfach zur sicheren Handhabung in Zukunft mit Dutch Oven. Okay? Willst du mich jetzt schlagen? Nein. Gut, leg mal los. Für alle, die noch nie oder sehr selten am Dutch Oven gearbeitet haben, ist das natürlich jetzt auch interessant, genauso für dich. Ein Dutch Oven bringen wir erst einmal ordentlich auf Temperatur. Den Deckel brauchen wir erst später, viel später wieder. Wir könnten jetzt ein Öl nehmen oder Butterschmalz. Nehmen wir Öl. Nehmen wir Öl. Die ist noch zu. Jetzt nehmen wir. Und da drin tun wir jetzt nach und nach unser Fleisch einzeln anbraten. Dann wieder raus. Hier hinten in die Schale rein. Aber das seht ihr jetzt so. Ja, Stück für Stück. Fangen wir mit dem Rindfleisch an. Ja, noch brodelt es nicht, aber gleich. Einfach, dass wir das erste Mal ordentlich angebraten haben. Wie gesagt, ein Stück für Stück. Da brodelt es auch schon und wer aufgepasst hat, ich habe heute kein so Brünzeugel oder sowas. Ich möchte das heute probieren, komplett ohne so einen Zusatz. Wasser kommt natürlich nachher noch hinzu. Wenn es nicht schmeckt, kann ich immer noch eine Brühe ansetzen und dazu kippen. Aber jetzt probieren wir das erste Mal so aus. Also wie gesagt, richtig schön anschmoren, anschmurgeln. Ich sehe schon, ich warte wieder nicht lang genug. Aber wir haben ja heute Zeit wieder, kein Problem. Die erste Runde, also teilweise wirklich schön angebrutzelt, das reicht. Und ja, wie gesagt, im Dutch Oven nach Möglichkeit keine metallischen Gegenstände verwenden, Kunststoff oder Holz. Und dann machen wir hier mit dem Schweinerl weiter. Das Gulasch, so wie ich es gekauft habe in den Stücken, kommt da rein. Wir wollen ja dieses Mal ja, ein bisschen was zum Knabbern, zum Beißen haben. Mittlerweile hat der Dutch Oven richtig Temperatur bekommen. Ja, da geht's ab, Leute.
je höher die Temperatur natürlich, desto schneller geht. Ich habe jetzt sogar runtergeschalten. Rasend schnell geht es momentan. Reicht schon wieder. Sieht gut aus. Ab in die Schüssel. Dann kommt unser Bacon oder Bauernspeck dazu. Den tun wir auch ganz kurz anschmurgeln. Im Prinzip können wir hier die Wurst gleich mit dazu tun. Ja. Auch das tun wir jetzt kurz noch anschmurgeln. Als Erklärung, warum ich eben diesen Bauernspeck hier jetzt genommen habe, ausgewählt habe. Der gibt noch ein schönes, rauchiges Aroma, rauchiges Geschmäckle mit hinzu. Und das ist einfach gigantisch. So Leute. Na, komm raus. Wenn es so in etwa aussieht, also die Speckenden schön glasig sind, die Wurst ein bisschen angebrutzelt ist, ist das auch soweit schon fertig. Dann kann das auch hier wieder raus. Da kann man sagen, wer will, wenn die Zutaten, die Fleischzutaten einzeln angebraten werden, schmeckt es nachher dann in der kompletten Zusammenstellung einfach tausendmal besser. So. Jetzt hauen wir mal unser Tomatenmark mit rein. Freie Schnauze. Und ein bisschen was von dem Paprikamark. Hierzu kommen jetzt gleich die Zwiebeln mit rein. Die werden natürlich auch mit angeschmuggelt. Ja, und langsam habe ich das Gefühl, das war gut, dass ich aufs Öl umgeschwitzt bin, weil das wäre sehr viel Butterschmalz sonst gewesen. Ja, und wenn die Zwiebeln so leicht glasig anfangen zu werden, dann sind sie fertig und können raus. Na, mein Engelchen, na? Was hältst du von meinen Kochkünsten? Sieht sehr gut aus. Ja, danke. So, das war jetzt glaube ich das letzte Mal, dass wir was rausgeholt haben. Jetzt kommt das ganze Gemüse rein. Wird auch noch mal einmal angeschmorgelt. Noch mal ein bisschen Öl mit hinzu. Es hängt fast alles in der Zwiebel drin. Und dann soll es damit auch reichen. Einfach, dass das auch ein bisschen angeschmuggelt ist. Und ja, ob es jetzt Farbe bekommt oder nicht, das sehen wir dann. Hauptsache, ihr lasst es nicht verbrennen. Leute, zwei Weiber am, wenn neben einem stehen am Herd. Frauen heißt das. Hier habe ich schon die Bohnen abgedeckt. Ja, bevor die komplett weggenascht sind. Da hinten muss ich aufs Fleisch aufpassen. Katastrophe. Katastrophe.
Geh mir weg von meinem Fleisch. Ja, so langsam sieht das Ganze gut aus. Also, das Gemüse am Braten heißt jetzt nicht, dass das weich werden muss, sondern nur leicht angeschmort, wegen der Geschmacksentfaltung. Und so sehe ich das. Weich werden, ja, tut es nachher im Kochvorgang. Aber jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir alles wieder reinklatschen können. So, und jetzt brauchen wir ein Wässerchen. Und wie gesagt, ob wir nachher noch eine Brühe brauchen dazu, das wird sich dann noch herausstellen. Ja, ich glaube, da lasse ich noch Wasser durch einen Filter durchlaufen. Obwohl, die Kartoffeln müssen ja auch noch rein. Ich werde mir definitiv von dem Essen was eingefrieren. Aber ich werde gucken, dass ich die Kartoffeln da rauspicke aus dem Eingefrorenen. Drum haue ich da jetzt gar nicht so extrem viele rein. Ja, ein paar dürfen es natürlich schon sein. Jetzt reicht es aber. Na, ich glaube, ein bisschen Wasser braucht man noch. Definitiv. Aber wisst ihr, was ich jetzt schon mal schnell mache? Ich probiere mal die Konsistenz, oder den Geschmack von der Brühe hier. Salz, Pfeffer, Paprika etc. pp. Fertig. Ja. Eventuell können wir nachher noch ganz am Schluss eine Mehlschwitze reintun, falls es dann zu flüssig ist. Aber das, ja, entscheiden wir dann auch zum Schluss, wenn dann auch die Bohnen und alles mit drin sind. Weil die kommen sowieso jetzt erst später rein. Ansonsten sind die nämlich komplett verkocht. Ich mache jetzt erst einmal noch ein Wässerchen schnell durch den Filter durch und dann kommt noch ein Wasser dazu. Weil, ja, leicht bedeckt sollte das alles sein. Ja. Was ich noch vergessen hatte, waren die Tomaten. Das Wasser ist mittlerweile hier auch durchgelaufen, so ziemlich. Na, Tropf, Tropf. So, dann rühren wir noch die Tomaten unter. Und dann haben wir wieder mal ein richtig geiles Ein-Pott-Gericht. Bohnen und Mais kommen ja circa eine Viertelstunde vor Schluss oder 20 Minuten vor Schluss mit rein. Man schmeckt, dass die Möhre angebrutzelt wurde. Jetzt tue ich nach gut dünken Paprikapulver, Salz und Pfeffer rein. Und zu 99,9% meiner Gerichte, ja, erwische ich meistens ja die richtige Menge. Zumindest schmeckt es hinterher noch. Genauso mache ich das hier jetzt auch. Trocken Petersilie und Schnittlauch
hau ich jetzt gleich mit rein. Das kann dann auch noch etwas sich entfalten, die Geschmacksknospen, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die haben wir ja in der Gosch. Jetzt erst einmal wieder sauber unterrühren alles und dann probiere ich nochmal. Salz und Pfeffer vielleicht noch. Aber ich lasse es jetzt erst einmal kochen und probiere dann später noch. Ja. Oder nochmal. Und dann entscheide ich, was noch an Gewürzen dazu kommt. So, Leute. Deckel drauf. Zwischenzeitlich schaue ich natürlich mal rein, rühre um. Und hoffe, dass nichts unten ankokelt, was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Es sollte halt leicht vor sich hin köcheln. Genau. Wir haben es jetzt 16.28 Uhr. Ja, ich würde mal sagen, bis in einer Stunde sollte es auf alle Fälle jetzt einmal so dran stehen. Und dann gucken wir weiter. Knappe Viertelstunde später schauen wir rein und sehen, dass es wunderschön brodelt. Das heißt, ich kann den Herd noch ein bisschen zurückschalten, aber nicht allzu viel. So, jetzt schaue ich mal, dass ich wieder hier auf die Markierung komme, weil dann kann er hier an der Kante nämlich ausdampfen. Sprich, ein bisschen einköcheln. So, eine halbe Stunde später schaue ich wieder mal nach. Schau mal her. Dutch Ofen immer so aufmachen, dass es aus dem Deckel direkt in den Topf wieder reintropft. Und der ist heiß. Oh. Ja, irgendwie muss ich mal im Video meine Flosse verbrennen. Oh, sieht das gut aus. Auf alle Fälle kocht schön vor sich hin. Und das brodelt nicht an. Willst du mal probieren? Gerne. Warte mal. Ja. Hier. So langsam kommt das Geschmäckle durch. Fehlt natürlich noch ein bisschen Salz und Pfeffer und Paprika. Sehr lecker. Ja, wunderbar. Gut. Dann, Leute, weiter köcheln. So, Leute, wir haben es gleich 5:30. So. Deckel auf die Seite. Ja, sieht ganz gut aus. Und jetzt werde ich noch Paprika, Salz und Pfeffer noch mal hinzufügen und es sozusagen abschmecken. Wie viel bleibt eines jeden selber überlassen vom Geschmack her? Und deswegen mache ich jetzt kurz die Cam auf, bis ich gewürzt habe, abgeschmeckt habe und dann hole ich euch wieder dazu. Das reicht. Ich habe es jetzt extra noch dezent gehalten. Ja. Wer es natürlich schärfer haben will oder sonst was, kann natürlich auch noch ein Chili-Pulver mit rein tun. Das bleibt dann wirklich, wirklich jedem selber überlassen. Mais und Bohnen hinein. Ja, und ich denke, ein klein bisschen Mehlschwitze könnten wir vielleicht doch gebrauchen. Ach, das mache ich jetzt ganz anders, Leute. Das mache ich jetzt einfach so wie immer, wenn ihr am Topf steht. Ich hau hier einfach ein Löffelchen rein. Oder auch zwei.
Brühe um und lasse es einfach noch ein bisschen weiter köcheln. So wie Soja wächst in Bohnen. Und gut ist. Also nachdem Bohnen und Mais drin sind, noch eine zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde, sage ich jetzt einmal. Ich gehe jetzt von einer halben Stunde aus, weil dann sind die Kartoffeln quies durch und das Fleisch herrlich zart. Oh, verdammt. So. Also nochmal eine halbe Stunde und dann sind wir fertig. So, die letzte Viertelstunde circa jetzt noch offen köcheln lassen. Aber so richtig schön eingedickt ist das nicht mehr. Spatzel, kommst du mal? Du testest jetzt, ob mein Feind durch ist. Dein Fleisch? Nein, Fleisch ist nicht mein Feind. Die Kartoffeln? Das ist mein Feind. Ja. Nehme ich mir mein kleines Messerchen. Sind Teller auch schon draußen? Nein, sind noch nicht draußen. Das ist aber heiß. Mhm. Also du sagst, mein Feind ist auch durch. Mhm. Dann probiere ich ihn mal selber. Mhm. Mhm. Oh, geil. Herd aus. Und ab auf den Teller. Einfach einmal ein Portionchen drauf. Von allen nach Möglichkeit etwas. Und nachnehmen kann man ja dann immer noch. Einmal, das wäre dann deiner. Töffelchen suchen. Da habe ich die Schale draußen. Ja, dann machen wir mal ein Probiererle. Und Leute, mir hat man zwar Besteck hergerichtet, Messer und Gabel, aber ich glaube, das ist gar nicht nötig. Mmh. Vielleicht das Rindfleisch, aber das probieren wir jetzt. Ganz einfach original frisch vor der Cam. Also das Schweinefleisch ist schon mal sehr zart. Von dem Speck. Das zerfällt richtig. Lecker. Richtig, richtig geil. Leute, ich gehe jetzt essen und nachher machen wir dann noch ein schnelles Fazit. So Leute, dann machen wir noch unser Fazit. Kommen Sie näher, kommen Sie ran. Also ich fand das Essen heute sehr, sehr lecker. Keine zusätzliche Brühe, Gewürzpampe hätte ich fast gesagt. Verwendet. Heute habe ich es mit Pampe ziemlich oft im Video. extrem lecker, richtig stimmig. Salz, Pfeffer, Paprika. Mehr haben wir nicht nein an Gewürzen. Durch das komplette Zusammenspiel. Geil. Ja, finde ich, fand ich auch. Dir hat es gut geschmeckt? Ja. Alina? Mir auch. Dir auch? Na, find wunderbar. Ja, und wie ich es gesagt habe, ich werde dann die restlichen Kartoffeln noch rauspicken und mir portionsweise eingefrieren, weil
Ja, so fast voller FT9 ist eine ganze Menge, aber ich habe dann ja mal wieder ein bisschen was zum Essen nebenbei. Jo, in dem Sinne, nachmachen lohnt sich definitiv. Und Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, Ikowski. Tschüss.